Wir sind am nächsten Morgen, haben unsere Kisten einigermaßen sortiert. Platz haben wir auch einigermaßen. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Quest. Was ich in der Nacht nicht machen wollte, nicht weil ich Angst habe, sondern weil ich nichts sehe im Dunkeln, wir noch keine Helmlichtmod haben. Aber gut, vielleicht finden wir sie irgendwann. Ich werde auch mal gucken, ob die Händler welche haben. Aber jetzt erstmal unsere schöne, befallene Quest. Gucken, wie es abläuft. Mensch, wer hätte sie gedacht, dass sie am Start der Wüste steht? Aber wie wir ja hier schon sehen, war dann oranger Kopf. Das ist, wie ich auch sagte, wo wir die Quest angenommen haben. Das ist genau genommen eine Stufe 1 Quest, bloß diesmal die schwere Version davon. Dessen zählt sie als Stufe 2 Quest. Es sind halt mehr Zombies drin als normal. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Storten wir mal. Aber das kriegen wir schon hin, denke ich mal. Solange wir nicht gleich wie die letzten Volldeppen da einfach blind reinrennen. Wird's schon gut gehen. Ich kenne das Gebäude zwar nicht. Sieht aus wie eine Studentenbude, ne? Wenn man mal so ganz genau nimmt. Okay, es sind definitiv ein paar mehr drin. Sehr schön. Aber irgendwie finde ich die Quest schon cool. Dann bin ich mal gespannt, wenn es sowas gibt. Ferale. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wie das später bei dem 5er-Quest abläuft. Ferale habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Und Sorgenmensch, Junge. Kipp doch um. Ich habe die halbe Nachbarschaft angelockt. Aber gut. Alle Jungs. Das Alleinchen des David. So. Wir werden natürlich jetzt nicht auf jeden Zombie schießen. Das kostet viel zu viel Money. Hey, Stevie. Warte mal, Jungs, ich muss trinken. Trinken geht vor, ja? Danach der Spaß. Ja? Wir wollen ja nicht verdursten. Wir sind hier in der Wüste. Na, Mochi? Bitte. Und nochmal. Sag mal, Shorty, bist du heute mal fertig mit deinem Table Dance da auf dem Autodach? Shorty, du schwere Nöder Mensch. Gut. Mit Firolen habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber haben wir ja hingekriegt. Nehmen wir mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich glaube, das war aber noch nicht alles. Nö, nö, die Mugge läuft noch. Jetzt nicht mehr. Ich höre aber definitiv noch irgendwo ein Zombie. Jo, jo. Jo. Wo bist du, mein Freund? Nicht, dass du mir in den Rücken fehlst. Wo bist du? Zeug dich, ja? Zeug dich. Übrigens, nehmen wir den doch mal mit. Sag mal, knüppelst du dich gerade in mein Designerhaus oder was? Tatsächlich. Komm mal her hier, Mensch. Komm mal hinterher. Nee, 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 du. Gut. Auf jeden Fall sind wir noch nicht fertig. Wir haben das Gebiet noch nicht gesäubert. Also rennen wieder. Irgendwie ist es schon cool. Also ich meine, ich glaube, ich vermute mal, in der Bude hier sind normalerweise bestimmt nur, wenn es hochkommt, 4-5 Zombies. Was haben wir denn hier? Sammelwerkzeuge. Das nehmen wir doch gerne mit, ne? Das nehmen wir doch sehr, sehr gerne mit. Genauso wie wir den noch mitnehmen. Ist ja nicht was hinter? Nö. So, den mal gucken, wo die Jungs hier noch rumstehen. Irgendwo müssen wir jetzt noch welche säuen. Die Bude ist ja nun nicht gerade sehr groß, ne? Aber eins nach dem anderen. Wahrscheinlich hinten im Garten. Katzenfudi. Trübes Wasser ist auch immer gut. Du kommst mit. Man sieht hier wieder so schlecht, ne? Noch mit trübes Wasser. Ja, gut. Ja, das können wir natürlich nicht. Da brauchen wir nicht, ne? Die Tür ist zu, da geht's raus. Das können wir auch gleich zerlegen, aber Stoff werden wir wahrscheinlich auch noch in Massen brauchen. Das kommt alles mit. Gammelfleisch sowieso. Ich glaube, hier ist was drin. Warte mal. Nicht? Okay. Toaster können wir vielleicht auseinandernehmen. Hier ist aber auch was drin. Okay.
Müssen wir mal gucken? Vielleicht kriegen wir da ein paar Mechanical Parts oder so. Bö. Aber Elektrikel. Da ist auch was drauf. Jo. Kann man sich nicht beschweren? Gut. Mikrowelle hat noch, da steht noch Essen auf dem Kühlschrank. Ja gut, Maismehl und hier. Ja, das sind auch Gene mit. Schadet nicht. Doch größer als gedacht, die Bude. So, Mädel und Männchen oder Weibchen. Ich weiß nicht, wer dein Kollege ist. Vor allem, wo dein Kollege ist. Ich brauche mal ein bisschen Abstand. Das wird mir sonst hier zu nah. Och, das ist der Sordi. Bitte. Komm her hier. So, das wohnen aber noch nicht alle. Definitiv nicht. Warte mal, ist das... Tatsächlich. Hallo, Gumpel. Tja. Ich würde auch so platt da liegen, wenn mir Shorty auf mir rumtrampeln würde. Auf jeden Fall. So, man. Und hier. Knibbel. So, das wäre Messing. Ich bin auch am Überlegen, das Messing mitzunehmen. Du kommst auf jeden Fall mit. Das tun wir auch. Das tun wir auch. Hier. Messing kann man immer gebrauchen. Kriegen wir wahrscheinlich auch ein paar Kerzen raus. Ich meine, ich weiß nicht, ob die wirklich so dunkel sind, wie das da im Keller aussah in den letzten Folgen. Aber ich hoffe mal nicht. Das ist sonst nicht gut. Diese Ausdauer ist sehr schön. So. Okay, aber oben müssen noch Zombies sein. Noch was dahinter? Nö. Ich glaube, hinter diesen Bildern ist nie was, ne? Jungs, Mädels, sollt ihr da drin, dort drin? Ich sehe hier nichts. Hier nicht. Gut, die können wir selber herstellen. Brauchen wir im Moment auch erstmal nicht mehr. Du kommst auf jeden Fall mit. Wir sind bestimmt hier drin, ne, Jungs? Boss nehmen wir auf jeden Fall mit. So, warte mal. Eins hat dem anderen. Gut, Jungs. Den warten wir auf, damit ich euch erledigen kann. Alles verschlossen hier. Ja, seste mo. Ja, seste mo. Den träumt an, ihr Klappstühle. Hallo, Mochi. Bitte. Und nochmal. So, wo ist dein Kollege? Ja, komm, hier gibt's Knibbel, Knibbel. Bitte. So, das waren aber immer noch nicht alle. Oh, immer diese Gammelstiefel, ne? Gut, nehmen wir gerne mit. Und ich möchte gerne mal gucken, ob hier mechanische Teile rauskommen. Das sieht nicht danach aus. Wahrscheinlich fast ausschließlich nur aus Autos. Gut, wir müssen... Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich hier rein, ne? Das sieht mir zumindest ganz danach aus. Oh, gut, gut, gut. Oh, Mollys nehmen wir gerne mit. Die können weg. Ich würde hier auch gerne die Fackeln mitnehmen. Weil ich meine Fackel mal wieder irgendwo liegen gelassen habe. So, Jungs und Mädels. Dann wacht mal auf. So, das ist einmal das Alleinchen und der gute Schlipsbubi in feraler Form. Ich muss mal Abstand nehmen. Gar nicht, wenn ich ballern muss. Aber ich habe auch keine Lust, hier wegen einem Verrummeln das Zeitliche zu segnen. Money trinken. Jo, das nehmen wir doch gerne mit, ne? Was waren auch noch nicht alle? Ich liebe diese etwas schwierigeren Quiz. Schönes Bild. Hier sind noch Bücherregal. Können zumindest die einer Taschenmod selber machen. Das ist schon mal schön.
Was ist denn das für eine Bruchbude hier, Mensch? Vor allen Dingen, da ist der Hausmeister Krause. Wach auf, Mensch. Der ist aber nicht alleine, der Herr. Warte mal, lass mal raus hier. Moment. Der ist aber absolut nicht... Oh Gott, wie viel sind denn da? Nimm mal Drogen, ich kann mich doch gar nicht bewegen, Mensch. Einmal der Bob. Sehr schön. Wo ist der Krause? Bleib liegen, Mensch. Wo ist der Rest der Kollegen? Und man hängt hier da hinten fest, oder was? Habt ihr einen Hänger? Okay, die waren noch nicht alle wach. Das ist sehr schön. Den Tropf mal an. Ja, es besteht heute die Gefahr, dass da für Rolle mit bei sind, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Na, das hat wohl super geklappt. Sehr schön. So, das war auf jeden Fall ein Level-Up. Das ist doch schon mal schön. Ich brauche mal etwas Luft hier. Das ist mir zu nah. Den komm mal her, mein Freund. Hier müsstest du raufkommen. Nicht prügeln. Nicht prügeln. Nein. Warte mal, Jungs. Ich brauche mal hier etwas Luft, ja? Wir nehmen mal den da. So, fallen wir da nicht auf den Korb? Voila! Wo bist du denn her? Du kleine Krüttenviech! Du warst doch tot! Immer wenn ich zuhauen will, ist die Ausdauer weg. Okay. Ja, ich werde schießen müssen, auch wenn ich doch... Der ist leucht stinkig, der Gute. So. War ja zum Glück nur eine Kugel, ne? Zum Glück nur eine Kugel. Sterben ist hier nicht. Stirb. So. Quest ist fertig. Warum nicht gleich so? Ja, die Quests sind nicht so ganz einfach. Aber ich bin mal gespannt, wie sie später ablaufen. Wenn es davon wirklich Fünfer gibt. Glaube ich nicht, aber bestimmt Vierer. Das wäre denn schon irgendwie cool. So, den können wir hier aber auch einmal ein bisschen was zwischenlagern. Wir sind ja komplett voll. Den kannst du mal trinken. Den kannst du mal essen. So, den hauen wir rein. Zumindest das, was geht. Sehr schön. Den mach den mal weg. Wir holen uns auf jeden Fall den Hauptlooter weg. Aber die Quests geben ja auch bessere Belohnungen. Zumindest sollte das so sein. Hier brummt auch irgendwo ein Generator rum. Das heißt, es gibt es garantiert auch als Nachtquest. So, können wir uns nicht einfach hier durchkloppen? Brauchen wir nicht wieder das Dach. Ja, jo, dann ist hier doch die Stelle. Sehr schön. Quest ist auf jeden Fall erledigt. Du hast ein Antibiotika? Nö. Gut, den brauchen wir jetzt im Moment nicht mehr, aber... Ja, hier ist halt nur die 1er-Quest-Belohnung. Dich brauchen wir auch nicht. Dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dich verursachen 10% mehr Schaden, wenn sie mit einem Zielfernrohr ausgestattet sind. Das ist schön. Warte mal, ich brauche mal Licht. Ach, da ist es. Wenn man halt die schwerere Variante macht, dann soll es eine extra Kiste geben. Die habe ich gerade gesucht. Oh, aber hier steht sie. Sehr schön. Money. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir alles mit. Ja, das nehmen wir auch mit. Hat doch geklappt. Und hier haben wir auch nochmal zweimal Ente-Werkzeuge. Ein Träumchen. Gut, das hat erfolgreich geklappt. Jo, die haben wir auch auseinandergenommen. Den lasst uns mal wieder raus hier. Irgendwie mag ich die Quest. Man muss ein bisschen aufpassen. Ja, falsche Tür. Falsche Tür. Willst du mich verarschen? Ich sehe hier aber auch gar nichts. Warte mal. Hier. So, ja gut. Wir kriegen noch ein bisschen was drin. So ist es nett. Hier, die Klappstühle können wir auch zerlegen. Die horten wir. Hätte ich vielleicht vorher einmal looten sollen, ne? Aber gut, wir fahren jetzt direkt zurück zum Händler. Bin mal gespannt, was wir für die Quest kriegen.
könnten ja eigentlich auch, bevor wir jetzt zum Händler fahren, kurz einen Zwischenstopp zu Hause machen und schon mal entleeren, ne? Weil wir gerade hier sind. Den passt das doch. Wunderbar. Den im... Ja, Google mal. Der hat auch schon wieder einen. Den hat der bestimmt auch einen. Nein? Aber fast. Sehr schön. Ja, das machen wir kurz. Das geht schnell. Wir haben hier zum Glück ein bisschen was sortiert. Jetzt noch nicht allzu viel, aber ein Tickle. So, den hauen wir rein. Dosenmäßig. Hier, die kommen rein. Jo, Getränke. Haben wir da überhaupt irgendwas? Nö, ne? Samen haben wir auf jeden Fall welche. Dann gucken wir mal kurz vor Handwerk. Da dürfen wir den größten Teil loswerden. Jo. So, Korin. Da werden wir auch ein bisschen was los. So, hier wurde mal. Da kommt trübes Wasser mit drin. Den gucken wir einmal kurz bei Bergmods. So, das kommt hinten in die Kiste. Das kommt hinten in die Kiste. Genau wie die Medizin haben wir noch. Muni haben wir noch. Muni. Rin, unsere behalten wir. Das kommt rin. Dann haben wir auf jeden Fall noch Munition des Mats. Dort ist das. Hier, das kommt da rin. Das kommt hinten in die Kiste. Das kommt hier noch mit drin. Und dafür haben wir auch noch nichts. Obwohl Militärstoff hier eigentlich das Zeug hier ist, ne? So, und die würde ich ja schon fast als Kochmatz bezeichnen hier. Gut, und für den Rest haben wir noch keine Kiste, aber wir sind so gut wie leer. Das kommt dann natürlich erstmal wieder hier mit drin. Benzin ist da eh drin. So, und die Stühle kommen auch zu Stühlen. Sehr schön. Gut, wir haben noch ein bisschen Vorrat, aber das machen wir auf dem Rückweg. Wir fahren jetzt erstmal zum Händler. Ich will wissen, was wir für die Quest kriegen. Passt hier auch? Alles Dudi Vrödi. Ich frage mich nur, warum er den Händler so weit weg zeigt, obwohl es halt eigentlich nebenan ist, ne? Da vorne ist er schon. Na, das kommt wahrscheinlich, weil sein Grundstück so groß ist. Ein Träumchen. Hat besser geklappt, als ich dachte. Ich bin mal echt gespannt, ob es das auch für die Vierer gibt. Vierer vermute ich mal schon. Fünfer glaube ich nicht. Wäre aber irgendwie cool, ne? So eine Fünfer-Quest nochmal mit extra Zombies und extra Stärke. Aber dann natürlich dementsprechend Ausrüstung, ne? Das sollte schon vorhanden sein. Sonst wird es schwierig. Na, Recti, my friend. Well, you welcome to Trader Joe's. I don't guarantee a thing. Was meinst du, Besser? Wo sind denn die Bücher? Aber wir nehmen erstmal unseren neuen Melemonum, die brauchen wir. Gut, besser als nix, ne? Ich glaube, ich hatte bei dir... Ja, ich hatte bei dir schon eingekauft. Aber ich komme gleich trotzdem mal wieder. Ich glaube, wir hatten noch was im Vorrat. Jo, das wäre noch Quest. Wir sind aber gerade mitten am Tag. Beseitige Zombies, vorgrabene Vorräte. Naja, wir bräuchten eigentlich mal Lehm, ne? Ich glaube, wir machen das. Oh, gibt es gleich ein bisschen Lehm? Ich komme gleich nochmal wieder, my friend. Lass uns den hier schon wieder los. Das ist schon wieder stockfinster hier. So, und zwar Geld nehmen wir sowieso mit. Das laden wir gleich zu Hause aus. Ich wollte gucken, ob er noch eine Helmdichtmod verkauft oder ob wir sie vielleicht selber machen können. So, mein Freund. Den kannst du erstmal haben. Die auch kannst du haben. Bitte. Und den kannst du auch haben. Und den gucken wir mal. Mods sind your doors. Baseballmützen-Mod und Jägermod. Du bist sowas von unbrauchbar, Ricky. Schmiede, Glühbirnen, Scheinwerfer. Das bringt uns alles herzlich wenig im Moment. Naja gut, ich könnte mir jetzt Munition kaufen, will ich aber nicht. Wie gesagt, Munition benutze ich. Oh, gut, das Geld haben wir nicht, aber eine 5er AK wäre schon cool. Muni benutze ich ja nur im Notfall. Tagebuch des Jägers, das brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Mö. Und Jen brauche ich jetzt aber auch nicht gucken, weil Jen weiß ich, dass sie gerade eine Biodiga hat, weil sie hatte auch noch keinen Restock. Mö. Gut, du hast nichts Brauchbares, mein Freund. Das ist sehr schade, Alter. Kauf dir mal Licht. Besser wäre das. Besser wäre das. Immer diese schlechte Wetter, ne? Das ist ja furchtbar. So, wir fahren jedenfalls jetzt zu Buddelquist. Wir brauchen so oder so ein bisschen Lehm. Denn passt das alles schon?
Die ist für Urschnee gemacht. Der Tag geht noch lang genug. Ich mach mir da bloß ein bisschen Sorgen wegen dem Licht. Das ist hier ja schon sehr dunkel, ne? So, angekommen sind wir. Moment, hier wollen wir nest. Gut, nur Federn, da ist auch noch... Ne, das ist Müll. Aber können wir auch reingucken. So, ich habe eben noch einen Baumstamm zerlegt, einen Baumstumpf. Da war auch ein Honig drin. Den werden wir auf jeden Fall benutzen. Ein Träumchen, Durst haben wir auch. So schaffen wir es zumindest, unsere Infizierung niedrig zu halten. Gut, dann starten wir die Quest. Zock. Und klar, ich könnte mich jetzt einfach, ich kenne den Trick auch, hier einfach bei Null hinstellen, ungefähr. Gerade runterbuddeln und da unten, hier unten müsste es sein. Aber es ist mir zu gefährlich, wenn die Zombies kommen, plumpsen uns auf den Kopf. Und außen brauchen wir Leben. Deswegen werden wir gemütlich Stück für Stück buddeln, damit es nicht zu langweilig wird, mit etwas Musik. Skin to skin, up against the kitchen sink. Our friendship and the way our bodies begin. You know that I was never your friend, never your friend. We were to love, was not meant to pretend. I was never your friend, never your friend. Now that it's over, you won't see me again. I was never your friend. Oh, 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 oh. Never your friend. Oh, oh, oh. Wenn ich das mal so nebenbei erwähnen darf. Es ist ein Graus mit der Schaufel. Die frisst so viel Ausdauer. Ne, Lady? Aber irgendwie war das mal so, dass öfters Zombies kamen, ne? Ich glaube, das ist das dritte Mal oder so, dass es kleiner wird. Das ist das erste Mal, dass Zombies auftauchen. Aber es ist auf jeden Fall ein Graus. So, den hau dir nochmal Speck mit Eiern drin, mein Freund. Wunderbar. Ich glaube, ich werde jetzt doch hier runterbuddeln. Ich meine, der ist jetzt sowieso schon relativ klein. Sonst wird das hier nie was mit dem Schatz. So ist er ja. Sehr schön. Gut, warte mal. Kurz einen Moment Ausdauer regenerieren. Wohl, wie wissen Sie, wissen Sie. Da kommen gleich eh Zombies. Die gehen raus. Ich hoffe nur mal so ein bisschen Antibiotika mitzüchten. Na toll. Schmeißen wir gleich raus. Willst du mich verarschen? Oh Gott. Ich hoffe nur, wir kriegen von Recti zumindest was Vernünftiges. Nee, 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 nee. Nee. Alles deine Schuld, mein Freund. Alles deine Schuld. So, nee, von hinten anknacken, ja? Sonst heißt es hier Knick-Knack-Köpfchen ab, du. Stevie bleibt bewegen mit. Loot. Gut, dafür kommen jetzt jede Menge Zombies, ne? Sehr schön. Ach Junge, komm, du bist noch nicht tot. Stell dich nicht tot. Geht doch. So, auf jeden Fall noch einmal Ersatzdrogen, bisschen trinken und bisschen Muni. Das ist doch schön. Denn, du hast unser Vorrat. Wollen wir gleich zurück zu unserem guten Recti. Immerhin, immerhin. Hier schmeißen wir sie aber raus. Haben wir über 1000 Leben. Was wir aber auch wirklich brauchen, das muss in die Schmiede und wir müssen vor allen Dingen auch Cobblestone herstellen. Also, wir brauchen eh noch mehr. Aber es ist schon mal ein bisschen. So, Recti, dann hast du hoffentlich jetzt mal was Brauchbares. So kann ich das nämlich leider nicht stehen lassen. Was ist denn das für eine Folge, Recti, wenn wir von dir nur Mist kriegen? Das geht nicht. Ah, warte mal, hat er hier Honig? Ne, ich glaube, der hat hier nie Honig, ne? Der hat hier nie Honig. Oh, Recti. Oh Gott. Ich hätte gern beides, aber der Robotikhammer wäre wichtiger. Der könnte uns eine, wenn der Robotikhammer eine Horde ordentlich helfen und dennoch auf Stufe 4. Ey, und wir haben die Zweier fertig. Bergbauhelmpaket. Den müssen wir mitnehmen. Tut mir leid, den müssen wir mitnehmen. Wenn da jetzt keine Helmlichtmod drin ist, Recti, dann hau ich dir den Kopf ab. So, warte mal. Den müssen wir öffnen.
Ja, gut, den Helm kannst du behalten, aber... Warte mal, was hat denn der für einen Schutz? Rüstungswert leichte Rüstung. Der hat mehr Schutz als Moiner da, ne? Ja, wir nehmen den. Verinnern. Hau rin, mein Freund. Setz auf. Ah, es ist wie Schnee im Sommer. Komm, darauf genehmigen wir uns gleich einen schönen Tee. Wunderbar. Ich strahl dir ins Gesicht, Alter. Ich lieb dich, du bist mein neuer Händler. Danke. So, besondere Aufträge. Handelsrouten öffnen in Stufe 3. Was? Das ist vom Arsch der Welt. Und das schon wieder direkt? Erzähl den Leuten in Trader Rack, dass unsere Dukes glänzen. Dann geben sie dir eine Belohnung und mehr Arbeit. Das war schon wieder direkt. 2,1 Kilometer im Osten. Das Tor. Oh, da fahren wir gerne hin, aber doch nicht jetzt. Ich meine, im Essen ist schon wieder direkt. Wir haben hier bei uns einen Recti. Da ist Jen, da haben wir den nächsten. Da werden wir sicherlich noch hingucken. Aber aktuell nicht so wichtig, ne? Ja gut, den fahren wir erstmal nach Hause. Natürlich werden wir ihn machen, natürlich. Aber nicht je zuvor. So, einmal kurz nach Hause. Das muss sein. Ich fahre schon in die falsche Richtung, ne? Da geht's lang. Das Thema hätten wir zumindest erste Mal. Ist ja auch nicht was im Briefkasten. Haben wir schon. Okay. Das haben wir schon erledigt. So, da vorne ist unsere Hütte. Einmal kurz leer machen. Wie gesagt, so viel haben wir ja gar nicht einstecken. Also nur ein paar Kleinigkeiten. Ja, unsere Infizierung steigt auch schon wieder. Irgendwie schaffen wir sie immer so zwischen 40% und 60% hin und her schwanken zu lassen. Ne? Irgendwann, Leute. Irgendwann haben wir die guten Antibiotika am Start. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das wird schon noch kommen. So, hier ist doch bestimmt noch was drin, oder? Jo. Warte mal. Packen wir die Money rein. Das werden wir erstmal mit uns führen. Der ist leer. Der sollte aber haben, ne? Jo. Sehr schön. Den losen wir drin hier. Den machen wir einmal leer. Was haben wir überhaupt? Eins, Digga. Den können wir zerschreddern. Und ansonsten, Federn haben wir hier eh noch drin. Auf jeden Fall ein paar. Mal kurz gucken. Baumaterialien, würde ich fast sagen, ne? Ja, da gehört Sonn drin. Da gehört Zement drin. Da gehört Lehm drin. Den haben wir hier noch. Samen? Nee, ne? Auf jeden Fall Muni. Und ein paar Handwerksmaterialien. Do. Das ist Essen. So, das drin. Oh, viel ist das gar nicht. Den werden wir auch erstmal in die Kiste packen, aber nicht je zuvor. Wir brauchen noch einmal Bergmatz. Da geht auf jeden Fall das drin. Und wir brauchen noch einmal Munition. Da geht das. Das war ein Munitionsmatz. Da ist Munition. Das darin. Ah, guck mal, so langsam sammelt sich da schon wieder ein bisschen Muni an. Das ist schön. Das würde ich auch mal als Muni bezeichnen. Und unser guter Bumpy geht erstmal hier mit drin. So, jetzt sieht das Ganze aber schon ganz anders aus. Jetzt können wir definitiv auch im Dunkeln mal was tun. Ja. Jetzt haben wir Helmlichtmordlicht. Ja. Das ist so ein Träumchen. Wenn wir mal so aus der Entfernung gucken, ne? Da sehen die Türen da offen aus, oder? Ja. Nur wenn wir dich da rangehen, sind sie geschlossen. Auch nicht schlecht. Ist mir nur mal gerade so aufgefallen. Aber es passt schon, es passt schon. So, zur Feier des Tages muss ich leider noch einmal einen Baum fällen. Ich kann nichts dafür. Ich habe so im Gefühl, da kommt ein Honig raus. Denn bin ich happy. Denn bin ich sehr, sehr happy. Ich verfluche dich, du verdammter Baum. Das war natürlich kein Honig. Oh, klomme dein Nest. So, ich glaube, da müsste ich jetzt mal kurz gucken. Habe zwei Eier. Ich glaube, ich kann in mir ein Fleisch mit Speck machen. Also Essen hapert hier auch so ein bisschen, ne? Aber wie gesagt, wir werden... Ich werde wahrscheinlich mal so die Häuser jetzt abklappern, ohne Quest. Wir haben es da ja nicht eilig. Vielleicht finden wir noch irgendwo ein Antibiotika oder so. Schaden tut's nicht, ne? Warte mal kurz. Du gehst mal kurz nach unten. Da
Das müsste ja, wenn ihr aber kochen drin sollen. Jo, wir haben 2 Eier. Dann brauchen wir 5 Fleisch. Bip, 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 bip. Sehr schön, kannst du zumindest noch einmal Eier mit Speck machen. Ein Träumchen. Den, das müsste hier stehen. Doch. Jo, der braucht 1,25. Das kriegen wir hin. Das reicht. Och, wunderbar. Und unsere Vogeln können wir jetzt eigentlich verarbeiten. Nur mal so nebenbei bemerkt. Und hängen wir hier noch eine hin. Ist hier nicht so dunkel. Hier haben wir ja auch erstmal. Hängen wir hier noch eine hin. So. Das brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Dann haben wir hier die drin. Die Feder geht erstmal da mit drin. Weil. Jetzt haben wir ja Helmlichtmord. Sehr schön, der gleichen 6er Helm. Ah, herrlich, herrlich. Jetzt, an Tag 9. Oder Mitte Tag 9. Können wir so langsam mal anfangen. Gut, und unsere Infizierung, die kriegen wir auch schon irgendwann im Griff. Guck mal, einen Skillpunkt haben wir auch schon wieder. Ich bin noch überlegen, wir haben ja jetzt ein bisschen Heilung. Den Knüppel haben wir auch schon so ein bisschen hochgeballert. Zumindest bis 3. Es ist natürlich nicht perfekt, das ist mir schon klar. Aber geht erstmal. Jetzt die Werkzeuge ein bisschen weiter hochzuballern. Ich will noch was gucken. Erhöht den Wechselschaden um 30% und den Blockschaden um 90%. Ausdauerkosten werden um 20% und um 40% kräftige Angriffe reduziert. Ja, das ist schon schön. Das ist schon schön. Und das ist einfach nur... Sammle mehr Erdstein, Bäume, okay. Mehr Erdstein ist zwar nice, aber Ausdauer wäre aktuell echt wichtiger. Wir haben jetzt aktuell nur 15% Ausdauer und 30% bei kräftigen Angriffen. Ja, dann nehmen wir jetzt das. Das wäre ja schon besser, ne? 20%. Ich glaube, wir werden hier jetzt erstmal weiter runterskillen. Die Werkzeuge. Weil das ist ja übel. Das habe ich ja beim Schaufeln gemerkt. Das war ja... Aua, aua, aua. Guck mal, unser Essen ist auch fertig. Sehr schön. Lüfter. Gut, dann verabschiede ich mich von euch. Morgen können wir dann richtig loslegen. Dann brauchen wir auch keine Rücksicht mehr auf die Nacht nehmen. Aber hier weiterbauen werden wir trotzdem. Auf jeden Fall. Wo unsere Booty auch schön haben. Das werden wir immer wieder machen zwischendurch. Aber wir haben jetzt nicht mehr so das Problem mit dem Dunklen. Gut, denn schön, dass ihr dabei seid. Jessie!